Du kennst es bestimmt. Man schaut unterwegs viele Videos oder schreibt oft mit Freunden und plötzlich ist der Akku des Handys leer. Leider dauert es meist lange, bis man wieder zu Hause ist und dann sein Handy aufladen kann. Hallo, ich bin Nick und werde heute den Anker Astro E5 unboxen. Los geht's! Zuerst erwartet uns eine relativ große Pappschachtel, in der der Akku schlummert. Machen wir das weiße Etui ab, müssen wir unten an einer kleinen Lasche ziehen. Dann die Box aufklappen und schon schaut uns der Akku an. Er ist noch in so einer Plastikfolie eingehüllt, bis ich ihn endlich in meinen Händen halten kann. Jetzt kann ich schon das Eigengewicht von knapp 400 Gramm spüren. Anker sagt, dass der Akku 15.000 mAh besäße und somit ein normales Handy 5 bis 8 Mal aufgeladen werden kann. Ein iPad kann dagegen nur einmal vollständig geladen werden. Zusätzlich ist noch eine kleine Tasche dabei, um den Akku schrammfrei zu transportieren. Natürlich noch ein USB-Kabel, um den Akku aufzuladen und die Bedienungsanleitungen, die sowieso keiner durchliest. Dann ist noch ein Supportzettel dabei, falls man mal Probleme mit dem Akku hat. Und hier nochmal alles Mitgelieferte im Überblick. Hinten an dem Akku sind natürlich noch zwei USB-Anschlüsse, um sämtliche Geräte aufzuladen. Zwischendrin verbirgt sich noch eine Taschenlampe, die man durch zweimaliges Tippen der Taste auf der Vorderseite anschaltet bzw. ausschaltet. Der Hersteller gibt an, dass diese bis zu 700 Stunden halten soll. Das war's dann wieder von mir. Ich würde mich sehr über ein Like oder gar ein Abo freuen. Unten in der Infobox ist nochmal eine Kaufempfehlung verlinkt. Dort habe ich mir derzeit für 37 € den Akku gekauft.